Herzlich willkommen in dieser neuen Folge der Entwickler-Patches Tutorial-Serie Spieleentwicklung mit Unity. Ja, in der letzten Folge haben wir es dann noch mehr oder weniger gut zu Ende bekommen. Das Icon fehlt leider immer noch, allerdings ist das kein Problem. Und ja, jetzt ist das Ding fertig und wir machen mit den normalen Sachen weiter. Ich dachte, jetzt gibt es erstmal so einige Folgen, wo wir wirklich regulär weitermachen, euch die ganzen Funktionen zeige. Wenn auch schon das nächste Spiel eigentlich sogar schon, ich sag mal, in Planung ist. Muss ich mal sehen, was ich mache. Ich brauche dann noch einen 3D-Modellierer vielleicht. Aber ansonsten ist das eigentlich schon relativ fest, was da kommen wird. Aber das dauert mit Sicherheit noch so ein paar Wochen. Vielleicht, ja, in 5, vielleicht auch in 10, vielleicht auch erst in 20 Wochen. Also, wie gesagt, das kann noch eine richtig lange Zeit dauern, bis es wirklich dazu kommt. Weil wir auch mit dem regulären wieder weitermachen wollen. Okay. Zum Tic-Tac-Toe-Spiel. Ihr könnt das alles mal runterladen. Ich werde jetzt das fertige Projekt nochmal zippen und hochladen, wo ihr es dann runterladen könnt. Seht ihr in der Beschreibung. Ja. Da werde ich wahrscheinlich auch in den Assets-Ordner oder zumindest in den Projektordner wahrscheinlich diese fertigen Sachen reinsetzen. Bei Windows sieht das natürlich ein bisschen merkwürdig aus, aber ihr könnt es ja jederzeit rauslöschen, wenn ihr wollt. Gut. Was noch? Genau. Wie vielleicht der eine oder andere weiß, bin ich ja ein ziemlicher Fan von Dokumentationen. Und zumindest von ordentlichen Dokumentationen, wie zum Beispiel die Unity Documentation oder die STL Dokumentation. Allerdings bin ich auch ein, ich sag mal, Verfechter von Learning by Doing oder Probieren statt Studieren. Und genau das gebe ich jetzt auch hier mit diesem Tic-Tac-Toe auf. Wenn ihr Lust habt, dieses Spiel ist weit entfernt davon, perfekt zu sein. Zum Beispiel fehlt eine ordentliche Beenden-Funktionalität. Und der Hintergrund ist jetzt zugegebenermaßen auch nicht gerade High Definition. Und ich dachte mir, vielleicht kann der eine oder andere vielleicht auch was daran ändern. Also dachte ich mir, warum macht ihr nicht euer eigenes Tic-Tac-Toe? Baut auf unserem, was wir jetzt schon gemacht haben, auf, erweitert es oder fangt von vorne an. Macht, was ihr wollt. Und wenn ihr ein Aufnahmeprogramm habt, nimmt das Ganze mal auf, vielleicht auch redet dazu und postet das Ganze als Videoantwort. Wenn das Ganze ordentlich aussieht und ein ordentliches Video ist, werde ich das natürlich auch akzeptieren. Und es würde mich freuen, wenn ich mal sehe, was macht ihr daraus aus meinem Wissen, was ich euch da gezeigt habe? Was für Spiele habt ihr daraus entwickelt? Benutzt auch vielleicht auch welche Sachen, die ich euch nicht gezeigt habe, wenn ihr wisst, wie sie funktionieren. Oder probiert einfach aus, um zu lernen, wie sie funktionieren. Versucht einfach ein bisschen selbst daran zu arbeiten. Und wenn ihr was Ordentliches habt, zeigt es mir. Würde mich ziemlich freuen. Ja, und bis zum nächsten Video. Tschüss!